Viele wollen wissen, wie kam es zu der Idee des Kremserpackerls? Die Idee war, was kann ich meinen Freunden im Ausland mitbringen? Etwas Typisches aus Krems. Ich bin Wienerin, die erst vor einigen Jahren hierher gezogen ist und habe früher Mannerschnitten und Mozartkugeln mitgebracht und wollte daher jetzt etwas Typisches aus Krems mitbringen. In diesem Kremserpackerl gibt es wunderbare regionale Köstlichkeiten und seit kurzem gibt es auch ein alkoholfreies Packerl. Man kann jetzt auch die anonymen Alkoholiker damit beglücken und ich denke, das ist auch eine zweite gute Variante. Beziehen kann man diese zwei Packerl in der Konditorei Hagmann. Ich möchte mich auch hier für die Unterstützung von Horst Krische und Thomas Hagmann bedanken, die wesentlich dazu beigetragen haben zur Umsetzung dieses Packerls. Die Packerl gibt es bereits seit Jänner. 500 Stück wurden schon verkauft und wir hoffen, dass es noch viele Touristen annehmen werden. Anlässlich der Tourismustagung darf ich es auch vorstellen und vielleicht gelingt es ja sogar im Mai bei der Landwirtschaftstagung dies als Präsent den Leuten zu schenken. Also der Ausgangspunkt für die Idee des Kremser Packerls war auf der Kremser Zukunftskonferenz. Und dort hat man sich überlegt, ob wir nicht ein repräsentatives Geschenk für die Stadt Krems, für unsere Touristen aufstellen können. Wir wollten damit einen Querschnitt durch unsere Stadt quasi herzeigen, ein Mitbringsel schaffen, das die Stadt Krems auch symbolisiert. Die Idee war natürlich auch, regional einzigartige Produkte zu nehmen, die auch bei den Kunden natürlich sehr beliebt sind. So können wir eben mit diesen 11 Euro ein, sage ich mal, ausgewogenes Backerl anbieten. Der Part der Firma Hagmann dabei ist ganz einfach der Einkauf. Wir kaufen die Produkte ein, verpacken sie und verkaufen sie wieder. Das heißt, wir sind quasi der betriebswirtschaftliche Teil in diesem Projekt. Also mein Teil bei der Gestaltung des Kremser Backerls war die Etikette. Und ich habe mir gedacht, was für Motive nehme ich da drauf? Und dann haben wir überlegt, der Krems hat eigentlich eine sehr schöne Altstadt. Also nehme ich doch das Steinertor und den Pulverturm. Dann ist Krems auch sehr berühmt für seine Kultur, daher den Kremser Schmidt. Dann ist Krems auch sehr berühmt für seinen guten Wein. Nachdem das Ganze ein offizielles Geschenk der Stadt Krems sein soll, ich nehme das Kremser Wappen. Also in unserem Brunnenprojekt geht es darum, die Brunnen in Krems und Stein aufzuzeigen, zu zeigen, wie der Ist-Zustand der Brunnen ist und man sollte auch die Brunnen verschönern. Das heißt, es sind sehr viele Brunnen dabei, die jahrelang schon in einem miserablen Zustand sind. Und es gehört einfach revitalisiert. Mit einfachen Mitteln wäre zum Beispiel am Hohen Markt der Brunnen sehr wünschenswert. Da kann man sehr viel machen mit wenig Mittel. Oder auch in Stein am Schürerplatz könnte man was machen. Da braucht man nur ein bisschen Blumenschmuck hingeben und dann wäre der Brunnen ganz ein anderes Licht in dem Brunnen. Am Hohen Markt, also da steht seit Jahren eine Sandkiste direkt neben dem Brunnen. Der ist wirklich dadurch so verschandelt, der Brunnen. Die ganzen Fremden, die da vorbeikommen, sehen einmal eine Kiste und dann erst den Brunnen. Das Wasser fließt einmal und dann fließt es wieder nicht. Und der Brunnen ist überhaupt in einem miserablen Zustand. Er gehört einmal sandgestrahlt und einfach wieder hergerichtet. Wir sind am Dreifaltigkeitsplatz, das ist eine wunderschöne Säule in der Mitte, dann ist da rechter Hand ist da der Blumenschmuck von der Raiffeisenbank und dann, wenn man im Hintergrund die Mauer sieht, befindet sich ein Brunnen in der Mauer. Man sieht den Brunnen eigentlich von da nicht, man muss da näher hingehen zu der Mauer und dann kommt auf einmal das Wasser.